Diese Woche hat sich das EU-Parlament in Straßburg mit den Themen Klima und Umwelt auseinandergesetzt. Überschattet waren die Plenartage von europaweiten Bauernprotesten, die in Brüssel auch zum Teil eskaliert sind. Die Landwirte sehen sich immer höheren Produktionskosten und immer strengeren Auflagen konfrontiert. Sie wollten sich mit Straßenblockaden Gehör verschaffen. Die EU-Kommission dürfte sie auch gehört haben. Eine umstrittene Pestizidvereinbarung wurde jetzt gekippt. Der freiheitliche Politiker sieht Einschränkungen wie diese generell kritisch. Das Einzige, was wir jetzt in ganz Europa, auch in den nationalen Regierungen in Deutschland und in Österreich, wo Grün mitregiert, sehen, ist, dass verboten werden soll. Ja? Es müssen Anreize geschaffen werden und das ist das System für mündige Bürger, dass ich Anreize schaffe und sage, stellt doch das um und ihr werdet auch unterstützt, dass man dann in eine Richtung geht, gegen die ja niemand etwas hat, umweltschonender vielleicht die Dinge auch zu produzieren. Aber so wie es jetzt ist, einfach mit drüber zu fahren, das ist nicht eine freiheitliche Politik, wie wir es unterstützen können. In puncto Gentechnik in der Landwirtschaft beharren die Freiheitlichen aber sehr wohl auf strenge Regeln. Durch Eingriffe in die Genetik von Pflanzen werden diese etwa resistenter gegen Trockenheit, wodurch man Ernteausfälle wegen Dürre vorbeugen könnte. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass gentechnisch veränderte Pflanzen auswildern und andere Arten dadurch verdrängen könnten.